Hi Leute, willkommen zurück bei Twilight Princess. Es geht endlich weiter, wir haben dieses da gottverdammte Rätsel gelöst. Yay. Oh Mann. Und jetzt beginnt es. Wie können wir das Schwert in Wasserman rausziehen? Das ist eine gute Frage, ich erinnere mich nämlich nicht mehr dran. Müssen wir gar nicht. Wow. Ja, doch, müssen wir überhaupt nicht. Bam. Huch. Was ist das? Na, ich weiß natürlich. Ich weiß es natürlich. Da, 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 da. Epicness. Incredibles. Und ich strecke gerade meine Remote auch hoch, weil das so episch ist. Und ich hätte so gern dieses Schwert in der Hand. Und dieses Schild auf dem Rücken und diese Klamotten an. Ich glaube, wenn ich cosplayen würde, wüsste ich, was ich machen würde. Yay! Oh. So ist Midna ja ziemlich süß. Kann man ja schon mal sagen. Auch wenn sie eigentlich ein Schattenwesen ist und eigentlich relativ wenig Menschliches hat. Aber wir haben unser Master-Schwert. Yay. Und schimm. Come on. Yeah. Sonst ist hier nichts. Man kann es auch nicht mehr zurückstecken oder so. Nö. Wäre auch komisch. Wir sind wieder in Menschengestalt und von nun an können wir uns jederzeit frei hin und her bewegen zwischen Mensch- und Tiergestalt. Das ist das große Ding in diesem Zelda-Spiel. Ich meine, jedes Zelda-Spiel hat so ein Ding. Sag ich immer, Ding. Ding hört sich komisch an, aber eine Eigenschaft, könnte man sagen. Das ist nichts richtig. Nö. Schip. Eine Mechanik. Ja, eigentlich jedes Zelda hatte bisher eine Mechanik. Ob das jetzt Skyward Sword mit seiner genauen Schwertsteuerung ist oder Ocarina of Time mit dem Hin- und Herwechseln zwischen den Zeitformen. Und ich rede hier gerade Unsinn und laufe im Kreis, deswegen gehen wir mal lieber gleich wieder. Wieder diese epische Musik und diesmal kann man eine Bombe mir gleich legen können. Come on. Yep. Sehr nice. Da ist ein... Okay, zum Wolf werden bitte. Das ist ein Geist, den holen wir uns gleich. Okay. Einmal, zweimal. Ah, bam. Sehr schön. Zweite Geisterseele. Ich hoffe, vergesse nicht, das jetzt auf den Screen zu legen. Und ich glaube, ich sollte mich warten. Nein, ich möchte erst noch hier ein bisschen das erkunden. Gibt es sicherlich noch irgendwas, das wir in Menschengestalt machen können, richtig? Right? Soweit nicht. Aber wir können uns eh jederzeit warpen. Das heißt, wir klettern hier nicht hoch damit. Wieso mache ich das nicht öfters hier einfach? Schupp. Geht sehr viel schneller, als hier hochzuklettern. Sowas von viel schneller. Yay. Okay, was kann man hier machen? Nichts? Nichts? Hä? Moment. Ups, das wollte ich ja nicht machen, damit. Das hier wollte ich machen. Hä? Man kommt hier gar nicht mehr raus. Okay, na gut, dann müssen wir zum Wolf werden. Achso, wir können direkt warpen. Stimmt. Warpen. Wo wollen wir denn überhaupt hin? Irgendwo in Hyrule ist gut. Aber wir können auf jeden Fall noch ein paar Dinge erledigen. Nämlich namentlich hier müsste etwas sein, was wir tun können.
Es gibt nämlich noch zwei Schwertmeisterschaften, Schwertdinger. Ihr wisst, was ich meine. Come on. Come on. Meine Festplatte? Hallo? Wartet kurz. Die spinnt manchmal etwas rum. Ich spiele es ja gerade von der Festplatte. Da ist es manchmal etwas komisch. Aber kurz mal neu starten, dann geht es meistens wieder. Komischerweise bricht das Ganze nicht ab. Aber mit der Festplatte ist es einfach schöner. Moment. Hier ist nichts. War hier nicht auch noch einer? Ich dachte, hier wäre einer. Warte mal. Nee, wir können eigentlich schneller voran. Okay, wenn da oben niemand ist, dann bin ich verwirrt, aber dann ist da halt niemand. Okay. Dann müssen wir den südlichen Ausgang nehmen. Mal schauen. Hey, Link, wo bist du? Ah, jetzt fahren wir uns automatisch zurück. Hi, Postbote. Hallo, Link. Ich habe Post für dich. Hier steht auch der Absender. Thelma, sagt dir das was? Ja, das sagt mir was. Also, das wäre erledigt. Und ab die Post. Vielleicht. Oh, das könnte ganz gut sein. Jetzt, wo wir menschlicher Form sind, werde ich mich, glaube ich, auch noch ein bisschen um die Minispiele kümmern, die wir bisher tun können. Briefe. Das wollte ich tun. Dringend. Hallo Link, im Moment befindet sich in meinem Laden einige Leute, die ich dir unbedingt vorstellen muss. Bitte komm, so schnell du kannst. Meine Freunde werden sicher auch dir eine große Hilfe sein können. Also lass sie nicht zu lange warten. Wir treffen uns im Wirtshaus von Hyrule Stadt. Yay. Okay. Bam, bam, bam. Ich sollte aber noch in den Laden und spenden. In den Laden in Kakariko, richtig? Wie war das? Einer vielleicht hat geschrieben, dass ich zwischen 4. und 5. Dungeon oder sowas machen soll oder so. I don't really know. Ah, hier gibt es noch den... Stimmt, das werden wir später nachschauen, aber irgendwo hier ist noch was Wichtiges. Wo war das? Wir können nämlich hier uns noch ein Item abstauben, wenn ich mich richtig erinnere, das relativ wichtig ist, sagen wir mal so. Ist das? Prinzessin Agneta, genau, da wollen wir rein. Perfekt. Die hat nämlich einen kleinen großen Auftrag für uns. Hinter uns. Wo ist sie denn? Ach, sehr komisches Haus, aber ich fand es immer schon cool. Hi. Oh, Nanu, ich dachte, du wärst ein besonders fette Heuschrecke. Aber wenn ich mir jetzt deine Kleider ansehe, dann bin ich sicher, dass du auch ein großer Insektenfreund bist, stimmt's? Verzeih, ich habe mich noch gar nicht vorgestellt. Ich bin Agneta, die Prinzessin des Insektenreichs. Ich habe die 24 goldenen Insekten dieser Welt zu einem Ball eingeladen. Aber sie kommen und kommen einfach nicht. Ich fürchte, sie haben sich irgendwo verirrt. Wenn du sie siehst, würdest du sie wohl hierher in mein Schloss bringen? Kann ich gern tun, aber wie? 24 goldene Insekten habe ich. Einladung für den... Blablabla. Wie? Ich hab das nicht, was ich brauche für das, was du von mir willst. So. Kriegen wir das hier in diesem Haus? Ich habe keine Ahnung. Müssten wir eigentlich, richtig? Nein. Da ist nichts sonst. Okay. Runter da bitte, Link. Und fallen lassen, danke. Schip. Ja. Ich würde echt gerne. Brauchen wir dafür nicht irgendwas? I'm confused. Aber die sagt sonst nichts. Okay. Na gut, aber wir haben die Fangfest schon mal begonnen. Das heißt, ich kann jetzt diese Käfer, sobald ich sie sehe, jagen. Werden wir sehen, was daraus wird. Ich werde auf jeden Fall alle holen. Ich weiß auch noch relativ viele. Naja. Gehen wir mal hier raus. Wo geht's denn da nochmal hin? Da müsste es doch eigentlich jetzt zu der neuen Schwertechnik gehen, richtig? Geben. Hier waren wir nämlich noch nicht. Wo ist er? Ich ganz gerne. Ich glaube, der ist nämlich rechts von uns, wenn ich mich richtig erinnere. Hier müsste aber auch noch ein Insekt sein. Wo war das? Hier irgendwo? Nein. Da. Ach, das kann man einfach nehmen. Okay, Marienkäfer, weiblich, gefangen. Sein goldener Körper freut jeden Insektenliebhaber auf Ausrüstungsbildschirm zu sehen. Sehr schön. Oh, man, jetzt beginnt das ganze Fangzeug.
Der hier braucht was Besonderes von uns. Ja, irgendwo, vielleicht. Karte. Das ist nicht Karte. Karte. Oh, es war rechts. Okay. Was ist dann hier? Bin gerade sehr, sehr, sehr happig drauf zu wissen, was, ob wir den Stein schon... Und ich sehe... Ich weiß doch, dass hier auch nochmal ein Insekt ist, aber wo? Wow, so viele Münzen, so viele Rubine, die ich nicht nehmen kann. Na toll. Nee. Wir brauchen den... das Upgrade. Hm, hier? Ich höre doch was. Ah, sehr schön. Marienkäfer, männlich. Sein goldener Körper freut jeden Insekt. Blablabla. Yay, wir haben's. Schon mal beide Marienkäfer. Das sind schon mal 2 von 24. Das würde ich doch mal ganz erfolgreich sagen. Und da ist die Liebe. Ich habe 24 Gold. Ja, blablabla. Was? Was steht da? Wenn du irgendwo eines entdeckst, bring es bitte zu Agnetas Schloss gleich dort hinter dem Tor. Hä? Bist du nicht Agneta? Oder redest du von dir? Ach, egal. Was soll's. Hier kann man übrigens schnell zum Hylia-See. Wollen wir jetzt aber natürlich nicht hin. Sondern wir wollen dahin zu diesem epischen Tier. Zum, mit unserem goldenen Schwert. Goldenen Schwert, was? Großen Schwert, wie auch immer. Goldenes Schwert? Hä? Hm. Hi. Wandel dich bitte. Yay. Und wieder begegnen wir uns. Nächste okkulte Kunst, die ich dir lehre, ist die beste von allen. Allerdings wird sie dich enorme Kraft kosten. Willst du diese Technik trotzdem? Natürlich. So soll es sein. Aber zuvor zeig mir, dass du den Rundhub... Ja. Kennen wir. Ups. Das wollte ich ja nicht machen. Was? Rundum? Ach so, stimmt. Was machst du da? Für sie denn? Was? Ach so, rundum hebe. Ich dachte gerade... Bam, so war das. Ich hab's gerade verwechselt irgendwie. Ich dachte, hä, haben wir einen Rundumhieb von ihm gelernt? Sehr gut, du hast dir meine okkulte Kunst tatsächlich zu eigen gemacht. Also dann die vierte okkulte Kunst. Der Helmspalter. Yay! Okay, wie geht diese okkulte Kunst? Bei Gegnern, die trotz schwerer Rüstung sehr flink sind, ist es unmöglich, mit dem Rundumhieb auf ihre Rückseite zu gelangen. Solche Gegner stößt du zunächst mit einer Schildattacke zurück und gleich darauf drückst du A. So schwingst du von oben kommen dein Schwert über den Kopf deines Gegners und triffst ihn von hinten, während du auf ihn herabsaust. Das ist geil. Yay. Das ist der Helmspalter. Versuch's mal. Bam. Also wie war das? Schildattacke. Ups, das war nichts. Bam, bam, so. So. Und ein schöner Sprunghieb noch hinten drauf. Yay. Bam, bam. Hm, das war gut. Vergiss nicht, direkt nach der Schildattacke mit A anzugreifen. Damit hast du die vierte okkulte Kunst des Helmspalters erlernt. Yay. Der Chip. Du hast den... bla, bla. Nun gibt es noch 3 okkulte Künste, die du lernen musst. Übe dich täglich im Schwertkampf. Nur so wirst du die... Ja, ja. Das sagt er immer dasselbe. Schum. Nice. Ein Tier gab es ja noch, da wo wir gerade herkommen. Das war jetzt natürlich doof. Aber okay, was braucht der Corona nochmal? Ich bin mir gerade nicht sicher, ob der einfach nur Bomben haben will. Oder ob der was Bestimmtes haben möchte. Werden wir gleich sehen. Hi. Oh, bist du etwa dieser Mensch, von dem ich die anderen Goronen berichtet haben? Aber schauen wir mal diese Felsen an, ob es hier einen Erdrutsch gegeben hat. Warum bist du eigentlich hier? Wolltest du etwa hier durch? Wenn ich etwas Quellwasser trinke, wieder zu Kräften kommen würde, könnte ich dieses Felsen vielleicht beseitigen. Wenn du Quellwasser hast, sprich mich ruhig noch einmal an. Quellwasser? Ich schätze mal vom Zora-Gipfel? Keine Ahnung. Hm. Oh, da kann man auch noch hoch. So viel zu entdecken, so viel zu entdecken. Keine Sorge, ich mache nach und nach die ganzen Minispiele und so. Kommt alles dran. Hi. Okay. Au. Nein. So. Hi. Was?